Dremir, Lockwerte-Zockel-Gemeinde und willkommen zu einem Kurzprojekt, das wahrscheinlich nur ein Video umfassen wird, und zwar zum Horror-Game Kolat. In Kolat ist der Horror eher im Kopf als tatsächlich im Spiel. Also, wir haben hier eine Story, irgendwie, was war's, 7 Studenten oder irgendwie Forscherstudenten, irgendwie sowas, waren hier bei Kolat, irgendwie so im Gebirge, das Kaff heißt glaube ich so, und sind dort verschollen. Als der Winter rum war, wurden deren Leichen gefunden und die waren offensichtlich getötet worden, also keines natürlichen Todes gestorben. Aber die Todesursachen waren an sich nicht unbedingt klar, weil sie hatten irgendwie innere Verletzungen, die sonst eigentlich nur durch sowas wie Schläge von außen entstanden sein können, aber es gab keine äußeren Verletzungen. Und jetzt ist der Charakter, also wir sind jetzt hier, um das Ganze zu untersuchen irgendwie. Ich frage mich an der Stelle allerdings, warum macht er das alleine? Das war eine Gruppe von irgendwie 7 Studenten, die verreckt sind, die in Panik davongerannt sind von irgendwas, und der macht das alleine. Okay, intelligent. Ja, und auf den Spuren der flüchtigen Studenten befinden wir uns, und ja, das ganze Spiel ist dunkel. Ich habe das auch extra dunkel eingestellt. Die Lautstärke ist leider ein bisschen grob, also ist bescheuert. Irgendwo konnte ich... Ah, hier, Spiel. Helligkeit minus 30. Also ich habe das explizit auch extra dunkel eingestellt, damit der Horrorfaktor ein bisschen größer ist. Und, ja, aber wirklich gefährliche Gegner gibt es nicht viele. Wir haben hier Geisterwesen. Das sind wirklich schwarz umrahmte Geister. Auf Instagram werde ich ein Bild davon hochladen. Ich schätze, wir werden jetzt in diesen 10 Minuten hier keine davon sehen, beziehungsweise ich weiß, dass wir keinen sehen werden. ja. Es gibt auch keine physische Gefahr in der Hinsicht von irgendwie Wölfe oder so, zumindest nicht bis zu dem Punkt, wo ich bisher gespielt habe. Und mir sind diese Geister auch erst an drei Stellen begegnet. Einmal an der Stelle fix, dort kannst du sie auch nicht umgehen, du siehst sie nicht vorher, du bist einfach tot dort, instant, weil du sollst da wahrscheinlich einfach noch nicht hingehen. An einer anderen Stelle, dort laufen ein paar rum. Du siehst die frühzeitig, kannst die umgehen. Aber auch da, wenn sie dich erwischen, du bist instant tot. Es gibt also kein Damage-System, du bist einfach instant tot. Es gibt einen Fallschaden, also auch Insta-Kill bei Fallen, wenn es hoch genug ist. Also du kannst hier so über so solche Steine gehen. Du kannst auch gewisse kleine Klippen runterspringen. Da passiert dir gar nichts. Ducken können wir uns. Hüpfen können wir nicht. Wir haben einen Kompass. Ja, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja. Also unbedingt gefährlich ist es nicht. Aber mit den Soundtracks, mit dem Sturm, der immer um dich herum ist, und immer der Möglichkeit, irgendwo könnte dann doch so ein Schattenwesen sein, das du gerade nicht siehst, existiert einfach so eine innere Beklemmtheit. Es ist wirklich so innen drin. Hört ihr es? Dieser hohe Ton, der ist einfach so ein, hier muss doch was sein. So ein Ton kommt doch nicht einfach so. Und da haben wir wirklich so einen Punkt, wo man sich die ganze Zeit denkt, Alter, wo ist das? Wann taucht was auf? Ich muss die Augen offen halten. Und ja, man stellt sich das Ganze gefährlicher vor, als es tatsächlich ist.
Hier haben wir irgend so ein Basiscamp, irgendeine Forschungsstation, die ist komplett zerstört. Ah, ja, die Zettel. Hier müsste man irgendwo irgendwie reinkommen, tut man aber noch nicht. Also ich habe hier keine Möglichkeit gefunden, zu dem Zettel zu kommen, den wir hier hören. Alter, ist das zappenduster hier. Wo war Taschenlampe? Irgendwo gab es eine Taschenlampe. F. Die Taschenlampe, die lockt halt die Geister auch an. Also, die sind relativ blind, die Geister. Aber wenn man in deren Umgebung eine Taschenlampe anzündet, dann sehen die das. Und werden darauf aufmerksam. Hier oben sinkt keiner, also hier kann ich ruhig damit rumlaufen. Allerdings können wir jetzt definitiv auch gerade herausfinden, ob die tatsächlich auch von der Entfernung angelockt werden. Oh, warte, habe ich ja gerade den Durchgang gefunden? Oh! Hab den Durchgang gefunden! Cool! Haha, nice! Cool, cool, cool! Ja! Kommen wir zu den Mechaniken sonst. Wir haben hier eine Karte. Da wird uns nicht angezeigt, wo wir sind. Es ist wirklich nur eine Karte, wo interessante Orte markiert werden. Also wir haben hier Längen und Breiten gerade links. Dann haben wir ein paar Symbole. Das oberste ist das Zeltlager, wo wir anfangen. Also da sieht man so ein bisschen, wo ich langgelaufen bin. Und das war's. Ich sehe aber nicht, wo ich jetzt gerade im Augenblick bin. Und dann haben wir hier unten links den Kompass. Mit dem sehen wir logischerweise die Richtung. Den können wir aber eben auch mit C hier rausholen. Ja, mit eben F haben wir die Taschenlampe. Ach so, wir können bei der Karte auch... Ah! Okay, doch, doch, doch. Guck an, guck an. Wenn man die Karte offen hat, mit der rechten Maustaste gedrückt halten, das sehen wir Längen und Breiten gerade. Also können wir zum Beispiel... Ah, okay, das macht jetzt natürlich die Suche leichter. 7 Grad Nord, 52 Grad Ost ist irgendwas. Das heißt, Mann, hallo. Ja, rechte Maustaste, ich weiß. Ich nehme die Maus nämlich mal auseinander. 7 Grad Nord, 52 Ost. Also hier ist irgendwas. Da dürfte hier so eine Höhle sein wahrscheinlich oder so. Aha, okay. So können wir den ganzen Käse suchen. Das müssen wir dann abgrasen. Müssen Informationen beschaffen. Habe ja vorhin den Zettel gesehen. Irgendwo müssen wir das Journal öffnen können. Ist jetzt die Frage, wo? Y. Hier können wir Journal öffnen. Logbuch. Tagebuch, Berichte, Artikel. Hier haben wir alle Informationen, die wir bereits gesammelt haben, das, was wir erkundet haben und so weiter. Und damit folgt man dann den Spuren und findet schlussendlich oder soll schlussendlich herausfinden, was diese Studenten getötet hat. Okay. Hier unten war ich tatsächlich eben noch nicht. Also, hier könnte durchaus so ein Gespenster-Ding sein. Ich hoffe es. Dann können wir den noch kurz zeigen. Wäre interessant. Da ist einer. Hallo. What the fuck? Die Tür. Ich habe die nicht mal gesehen, die Tür. Alter, was zum Teufel? Ja, beim Zettel hat er gespeichert, von daher... Okay, gehen wir nochmal runter.
Okay, das ist aber auch keine Tür. Das ist keine, die wir öffnen können. What? Okay. Also man muss von dem davon rennen. Und hier kommt dann tatsächlich Horror. Also hallo. Also hier kommt dann wirklich Horror-Feeling auf. Du hast so ein Vieh, du musst davon wegrennen. Was zum Teufel? Was geht ab hier? Hallo? Hallo? Ja gut. Also ging es eigentlich nur darum, den scheiß Zettel zu finden, wa? Okay. Also haben wir also das Gespenst auch noch gesehen. Rot, übrigens, werden die erst, wenn sie einen bemerken. Die sind schwarz. Und wenn sie langsam anfangen, jemanden zu bemerken, dann werden sie roter, bis sie wirklich aussehen, als wären sie glühende Kohle oder so. Dann sind sie aggressiv. Vorher sind sie nur so quasi das Fragezeichen. Ist da jemand? Ich guck mal nach. Und ja, wenn sie einen dann, wenn sie richtig rot sind, dann ist das Ausrufezeichen da. Ja, gut. Damit hätte ich eigentlich soweit alles gesagt. Wir haben das meiste gesehen. Wir haben den Horror gesehen, der dahinter ist. Wie gesagt, das ist an sich nicht unbedingt gefährlich, außer man, ja, man ist unvorsichtig. Und das war jetzt eine enge Ding. Also bisher hatte ich nichts in der Richtung, nichts, wo man zwangsweise gestorben wäre. Also jeder Tod bis dahin war wirklich gewollt. Außer die Fallschadentode. Aber sie waren explizit herausgefordert. Das war jetzt wirklich der erste Tod, der mich erreicht hat, der mich überrascht hat. Also es gibt durchaus einige, offensichtlich durchaus einige Punkte, einige Orte, Stellen, wo es gefährlich ist, aber im Großen und Ganzen. Hier noch Fallschaden. Ups, zu weit gerutscht. Da war die Felswand rutschig. Beziehungsweise unsichtbare Wand. Wäre ich dort aufgekommen und nicht irgendwie abgerutscht, wäre nichts passiert. Naja. Alter. Der Sound. Ich will hier rein. Lass mich rein. Meh. Ja, gut. Mehr gibt's zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Wir haben alle Mechaniken gesehen. Wir haben den Horror gesehen. Und ja, die grundlegende Story dahinter. Kommen wir noch zu einem Fazit. Also, für mich persönlich ist es ehrlich gesagt nichts, weil ich mag nicht unbedingt so Spiele, wo man sich nicht wehren kann gegen den Horror. Das Spiel ist mal bei Steam verschenkt worden, deswegen habe ich es mir doch geholt. Für kostenlos ist es definitiv mal was. Aber, ja,
Ich bin nicht unbedingt so ein Freund von Spielen, wo man nur fliehen kann. Aber ansonsten, grafisch ist es sehr gut gemacht, finde ich. Also es hat hier wirklich eine extrem beklemmende Atmosphäre. Das kommt wirklich sehr gut rüber. Wir haben eine relativ große Map. Sie ist nicht Open World unbedingt. Sie ist mehr so in Areale unterteilt. Weil hier über die Felsen hier kommen wir zum Beispiel nicht. Wobei das Problem halt einfach nur das ist, dass wir nicht hüpfen können. Theoretisch wäre das begehbar. Das ist alles eine richtige Map. Aber da wir hier nicht über die Felsen drüber hüpfen können, sind wir hier blockiert. Aber rein theoretisch wäre es eine Open World, die aufgrund reduzierten Movements eher schlauchig mit Gebieten ist. Ich denke, das passt ganz gut. Oh, ein Zelt. Cool. Hier können wir uns verkriechen. Da, ein Zeltlager. Haben wir gefunden gerade. Aber warum der hier nicht ins Zelt reingeht, ist mir gerade schleierhaft. Eigentlich müsste mit E ins Zelt gehen und nicht einfach die Map öffnen. Aber okay. Ja, dann gucken wir mal noch, ob wir hier irgendwo hochkommen, um ein bisschen Überblick zu kriegen. Ja, ja, ich glaube, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Hier. So. Da oben links, da müssen wir auch noch irgendwie hin. Also ihr seht schon, es sind ein paar Kilometer. Gut. Also, ja, wenn man es irgendwie im Sale kriegt oder man extremer Horrorfan ist, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist man nicht so der Horrorfan, würde ich sagen Vollpreis. Nee, spart's euch. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn es im Sale ist, kann man mal zugreifen, wenn man zwischendurch mal was Horrormäßiges spielen will. Wenn man gar nichts mit Horror anfangen kann, ja, dann ist es sowieso nichts für euch. Gut, damit verabschiede ich mich von diesem Video und diesem Spiel. Mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen, aber weil es nur ein Video ist, ist es ein bisschen länger. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denne und möge der Herzkasper mit euch sein.